Ne? Oh nee. Come on. Oh, ganz hinten. Wie uncool. Wie uncool. Wie uncool. Und das auf so einem schmalen. Auf so einer schmalen Brücke. Das kann ja was werden. Kommen die schon? Ja, kommen sie schon angeflogen. Zwei Stück. Drei Stück. Vier Stück. Wow. Na, lass mich nur. Das, was jetzt so richtig uncool ist, ist, dass ich überhaupt nicht sehe, was ich mache. Und dass der Weg mal gerade richtig weit ist. Deswegen müssen wir uns müssen mich beeilen, weil die können sehr viel schneller fliegen, als ich laufen kann. Deswegen ziehe ich die noch ein Weilchen hinter mir her. Bis die Yoda krabbeln und ich zuhauen kann. Ja, Taktik, die Taktik könnte aufgehen. Zack, zack, zack. So, der lebt aber auch noch. Ah, hier ist das erste Loch. Also. Hier sind leider keine Türen, mit der Yoda uns helfen könnte. So. Ah, okay. Zwei weg. Oder ich glaube, es sind schon mehr weg, ne? Löst sich das Loch? Ja, es löst sich auf. Es löst sich auf. Puh, alles klar. Naja, dann wurde der Weg bis hierhin, der lange Weg bis hierhin, nicht so langweilig, ne? Hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Also mal alles positiv sehen. So, Yoda, schnell, komm hinterher. Mach keinen Sperrant hin. Guck jetzt gerade mal nicht die schöne Landschaft an. Oder? Oh, sie kommen mir nicht einfach so hinterher. Ich muss sie von oben rufen. Du bist aber unselbstständig. Erkennst du für den Ernst der Lage nicht, Kind? Komm nu. Na? Ach, Yoda. Schlecht gefrühstückt heute. Kein Saft in den Armen. Komm mal ein bisschen schneller hoch. Kann das nicht wahr sein. Warum hat man hier nicht einen Aufzug eingerichtet? Aber so haben wir genug Zeit, uns genüsslich auch mal schwammige Texturen anzuschauen. Und ja, ansonsten eine recht coole Aussicht. Ja, hier sehen wir den Lichtstrahl und wir müssen ja. Ach, Yoda. Ja, Yoda ist da. Okay. Wir müssen dann eben noch auf die andere Seite. Ich hoffe, wir kommen. Schaffen das jetzt ohne weiteres. Aber ich wage es zu bezweifeln. So, was liegt denn hier? Ist das ein Schwert, was hier rumliegt? Oder ist das ein Hebel? Das ist ein Schwert. Oh, können wir gerne ein neues Schwert nehmen. Wahrscheinlich für den Fall, dass wir das hinten vergessen haben. Das kann natürlich sein. Dass die Entwickler das da reingebastelt haben. Ah, über diesem komischen Friedhofs-Dingsbums. Ist eine Brücke hochgegangen, ja. Das heißt, kommen wir da hin? Oh, Alter. Jetzt muss, jetzt durch das ganze Gebäude zurück. Was? Und dafür habe ich auch da hochgeschleppt? Ich muss den ganzen Weg nochmal runter. Nein. Und ich kann Yoda erst rufen, wenn ich selber unten bin. Komm. Spring runter, Eiko. Yep. Also, was wollte ich eben noch gesagt haben? Ja, hier ist das Haupttor. Ich kann jetzt auch kameratechnisch leider nicht weiter schwenken als bis hierhin. Also von da oben kommen wir dann wahrscheinlich irgendwie wieder runter. Dazu müssen wir aber erst wieder durch das halbe Schloss gegangen sein. Und ja. Diesen rechten Pinnacle müssen wir dann auch noch so beleuchten wie den hier. So. Und, was ist ja da? Kommt ja gerade runter, ist alles so schwommig hier. Ich erkenne gar nichts. Ah, der ist ja aber schon. Also nichts mehr an hier. Brücke runtergegangen. Wie kommen wir da drauf? Von wo kommen wir da überhaupt drauf? Von hier oben schon? Ja, die ist direkt vor meiner Nase, die Brücke. So. Sind wir über die Brücke gekommen? Na super. Toll, da sind wir wieder in diesem einen Raum.
Ah, Moment. Hier war doch noch so ein Mechanismus. Und da hatten wir ja eben nur so einen Stock zur Verfügung. Mal gucken, was passiert. Wisst ihr, was ich meine? Hier oben war irgendwas. War es hier oben oder wo war das denn? Irgendwo war hier so ein. Hier. Vielleicht können wir hier was. Ah, vielleicht können wir hier irgendwas durchtrennen mit dem Schwert. Aber wie soll ich? Ja, doch, ist egal, ich glaube. Muss ich das Ding jetzt hier verschieben? Ist, glaube ich, egal, ne? Ich springe einfach hier dran. Und dann springe ich hier. Nein, da komme ich natürlich nicht dran. Komm, hoch hier. Und dann. Nein! Oh, Steuerung. Ja, okay, ich werde gerade ein bisschen ungeduldig. Das geht auf Kosten einer präzisen Steuerung. Was denn? Wo soll ich denn hin? Ja, Treffer. Okay, wir haben jetzt hier ein Seil runtergelassen. Und was passiert denn noch? Nichts weiter. Aber wir können uns eventuell von da unten in dieses Fenster reinschwingen. Ja, da müssen wir erstmal wieder runter. Wo ist die Order eigentlich? Hier ist sie. Dann gehen wir mal zusammen da runter. Ist hier sonst irgendwas Spektakuläres da oben? Sieht aus, als könnte man da irgendwas machen, aber da ist irgendwie nichts. Komme ich da hin? Naja. Da müssen wir wieder hier durch diesen Raum durch, denke ich. Ne, hier nicht. Wie komme ich denn runter? War ist hoffentlich eine Leiter. Weil ich will. Nein, hier ist keine Leiter. Na gut, ich könnte jetzt. Na gut, ich kann jetzt hier den ganzen Weg nochmal so zurück. Nein, ich hab's gehört. Habt ihr es auch gehört? Ah, oh, nicht schon wieder. Nein. Nein. Hier ist überhaupt kein Platz zum Kämpfen. Und hier kann ich vor allem nicht springen, weil ich dann sofort den Tod. Boah, was hier. Boah, was geht hier ab? Tja. Boah, bringt das was, wenn wir ganz schnell hier durchgehen? Weil hier müssen wir uns ja auch eigentlich gar nicht weiter aufhalten. Bin mir gerade nicht so sicher. Ob das jetzt. Also irgendwie, ja, scheinen die nur in diesem Raum zu sein. Da müssen wir uns jetzt wirklich nicht mit aufhalten. Erfahrungspunkte gibt es hier in Alko nicht. Und die Gegner droppen auch nichts Dolles. Also. Das heißt, wir können jetzt hier. Naja. Mehr oder weniger in aller Ruhe. Da rein. Aber ich habe schon so lange nicht mehr abgespeichert, dass ich fast in Versuchung geraten möchte, da hinten im Hauptraum nochmal abzuspeichern. Ich glaube, das mache ich auch. Ich denke, das mache ich. So weit ist es ja nicht bis dahin. Ich glaube, das können wir zeitlich gerade noch ebenso verkraften. So, nichts wieder drauf. Huch. Yoda wirkt irgendwie echt ziemlich groß im Gegensatz zu Aiko, habe ich das Gefühl manchmal. Sie scheint echt älter zu sein. Ja, bitte. Danke. Gut, dann nichts wie weiter. Ich bin nämlich selber sehr gespannt. Wie dieser Raum aussieht, ja, in den wir jetzt rein können, ne? Vor dessen Fenster sich eben dieses Seil runtergelassen hat. Und, hoffentlich sind da jetzt keine Schattenwesen drin. Vielleicht hätte ich die doch besser erledigen sollen. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das jetzt so geschickt war, die da einfach drin zu lassen. Weil früher oder später, wenn ich das. Richtig, wenn ich mir das so richtig überlege. Nee, nix und Tor. Wie geht das nochmal mit dem Schwingen? Ich
glaube. Ah ja, alles klar. Das war die Kreistaste. So. Was natürlich auch geil wäre, wenn da drin so eine Art Kasten oder Kiste wäre, die ich hier runterschubse, damit Yoda auch da reinkommt, weil ich will sie wirklich nicht hier drin lassen. So, komm, ja, Aiko, komm mal hier, schwing mal ein bisschen weiter. Ist das alles? Kannst du nicht weiter? Und? Oh. Ja, muss ich wohl ein bisschen höher greifen. Vielleicht war das ein bisschen zu hoch. Probieren wir so nochmal. So, das müsste jetzt aber... Ja, das sieht besser aus. Das sieht ja schon besser aus. So, weil ich hätte schon wahrscheinlich schon abspringen können, aber... Und... Yep, so geht's auch. Na komm, hoch mit dir. So, dann... Das erste, was ich mache, ist, ich suche nach einer Kiste. Die hier nicht drin ist in dem Raum, verdammt! Warum ist ja keine Kiste drin? Ich muss hier eine Kiste runterschieben. Hier ist noch ein offenes Fenster. Ja, da ist alleine da unten. Ich will ihn nicht alleine lassen. Naja gut, noch komme ich, glaube ich, einigermaßen schnell da unten hin, falls sowas passieren sollte. Was ist das? Ist das hier ein Seil? Oder ist das eine... Was ist denn hier los? Wo ist denn Aiko? Soll ich hier rüber? Komm, geh mal hier rechts und dann kannst du hier nicht runterfallen lassen. Nein, nicht hoch. Wie komme ich denn jetzt da oben hin? Was ist denn eine Leiter? Ich sehe keine Leiter. Ich muss doch da bestimmt irgendwie hin. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ja, ja, lass dich ruhig mal runterfallen. Au! Wo soll ich denn hin? Da ist eine Leiter, aber da komme ich so ohne weiteres nicht dran. Ach man, Kamera. Kamera! Ich sehe nichts. Kann ich denn, Yoda? Ich nehme nicht an. Wo bist du denn? Da hinten. Na, sonst ich ein bisschen. Kann ich mir vorstellen, deine Haut ist aber auch ein bisschen blass. Ah, kommt Yoda nicht dran. Na, natürlich komme ich da nicht dran. Kann ich mich hier dranhangeln? Nein, kann ich nicht. Was soll ich denn machen? Hier oben, geht's da oben noch weiter? Ne, ist nur ein Fenster. Beziehungsweise ein Blick nach draußen. Ja, die Wände sind alle furchtbar schön. Vielleicht kommt Aiko da ja mit einem beherzten Sprung drüber. Du bist doch so mutig, Aiko. Los. Nein. Dann komm, hängel dich nochmal hier so dran und dann drücke ich in die andere Richtung. In die Richtung und dann spring ab. Nein. Nein, Aiko. Ich muss da dran. Ich brauche eine Kiste. Hier ist keine Kiste. Ach, ich Pfosten. Ich habe doch gerade gesagt, da oben ist noch ein Fenster. Gehen wir einfach mal eine Etage weiter hoch. Na, also geht doch.